Wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zur Nachtschicht. Irgendwas ist anders. Eigentlich wollte ich heute mein zweites Büro mal einrichten, aber da ich auf die Uhr geguckt habe und das wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde, werde ich heute einfach nur ein, zwei Aufträge machen. Das hört sich irgendwie gleich an. Wohnbunker und Weihnachtsbestellung. Ich habe die ernsthaft noch nicht wieder abgeschlossen. Fortsetzen. Ich bin ein Trottel. Ja, soweit war ich ja das letzte Mal auch schon. Beenden. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von dem Renovierung habe. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ja, Hausstreichen hört sich ein bisschen langweilig an, aber wir probieren es mal. Hallo zusammen. Mit meiner Frau haben wir das... fängt schon wieder an mit Sprechen. Hallo zusammen. Nein, hallo. Hallo. Zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft. Und wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie Heizkörper, sowie zwei Heizkörper sogar, müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht... Ich fange einfach nochmal von vorne an. Hallo zusammen. Mann. Hallo. Zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft und wir sind fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie zwei Heizkörper müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird, denn wir würden gerne bald einziehen. Nö, also streichen, ne, da bin ich ja voll Profi. Sieht doch schön aus. Ich weiß gar nicht, was die gegen weiße Wände haben. Also Kakaofarben machen wir hier in der Küche und Sandmandel hier im Esszimmer. Montiere Geräte ein, das hört sich auch nicht so schwierig an und fangen wir mal an zu streichen. Ja, das hier ist Streichen. Ihr seht, so streicht man Wände sauber. Streichen, montiere Geräte, machen wir erstmal zum Geräte montieren. Bin ich stumm? Was soll ich denn hier montieren? Ach so, lol. Ja, Klimaanlagen haben sie ja eben gesagt, ne? Einbau Klimaanlage. 500 Tacken. Das sieht jetzt nicht so schwierig aus. Ja, ich weiß natürlich, wo welches Kabel reingehört. Ich möchte jetzt das grüne Kabel nach unten hinlegen. Darf ich? Einfach nur, damit ich hier bald nochmal renovieren darf. Streich mit Farben. Kakaofarben. Kakaofarben und Sandmandel. War das jetzt zartes Kakao? Sandmandel war es auf jeden Fall. Richtig? Ja. Und Kakaofarben. Heißt das wirklich nur Kakaofarben? Kakaofarben, Tatsache, das heißt wirklich nur so. Das kann ich nicht machen, ich kann nicht die komplette Küche damit streichen. Ich streiche eine Wand damit. Fragt sich welche. Ja, ich glaube die werden dunkel. Den auch noch, das geht eigentlich, ne? Wenn man die kleine Wand hier auch noch macht. Und da dann das helle. Doch, ich glaube das ganz gut. Oh. Na, jetzt ist egal, ich hätte den anderen Pott vielleicht eher anfangen sollen. Tongeräte hier. Einmal durchschwingen. Jetzt geht wieder nicht mehr. Ach, das muss ja auch noch dann gleich gemacht werden, ne? Das könnte man vielleicht dann nochmal dunkel machen. Das kann ich gerade mal testen. Ob das einigermaßen aussieht. Ja, zur Not. Doch, das kann man so machen. So, und da war ich jetzt in den Ecken fertig, ne? Ich laufe hier einfach so auf den Tisch rum. Gut, dass mich dabei keiner sieht. Zwickt das schon ein bisschen fad, ne? Man hätte das auch so machen können. Dunkel, 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 hell, hell. Müsste man tatsächlich gucken, was besser aussieht. Mache ich einfach mal. Dann gibt es nachher eine Abstimmung. Und dann gehe ich nochmal in den Auftrag und streiche das dann nochmal um. Ja, kann man auch machen, aber irgendwie wirkt ein bisschen wie breite Gitterstäbe. Nee, das andere war besser. So, nicht, dass ich hier jetzt noch irgendwelche Stellen übersehen habe. Ich habe nämlich noch irgendwo eine Stelle übersehen. Das ist wahrscheinlich genau so eine. Ja, wusste ich's doch. 50% schneller streichen oder drei Wände? Gar nicht so einfach. Ich nehme mal erst die 50% und dann die drei Wände. Fliesen, schnellere Vergipsung, schnellere Montage.
Ja, dann überdrehen wir nachher ein paar Schrauben, das ist auch gut. So, was haben wir jetzt hier? Heller Pfirsich und montiere Gerät. Du willst immer noch eine Klimaanlage da oben rein haben. Den brauche ich. Und dann brauche ich den. Da. Jo. 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 Jo, da komme ich ja hinterher. Alles klar. Ja, sicher. Kein Ding. No Probleme. Ja, setzen wir den einfach mal nicht rein. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Den schrauben wir dann auch gleich fest. Den. Junge. Eieieiei. Okay, das geht wirklich fix. Ich dachte immer schon, Fenster reinigen geht schnell, aber das ist ja übertrieben. Ich kaufe viele, zwei sollte auf jeden Fall reichen für den Raum. Nein, ich will nicht rausgehen, nehme ich überhaupt auf. Das wäre jetzt wieder fatal gewesen. Aber es ist auch schön, mal so diese Streichjobs zu machen, denn dann lernt man auch so ein bisschen so die Farben kennen, wie die dann halt so wirklich an der Wand wirken. Aber ich habe noch keine Farbe wirklich gefunden, wo ich mir denke, yo, die ist es. So, 100%, heller Pfirsich hatte ich, glaube ich, nirgendwo mehr. Dann sind wir hier auch durch. So, dann gucken wir hier gerade nach. Streicheln. Oh, Moment. Das geht ja nicht. Können wir nicht einfach überall Licht anlassen. Habe ich das im Wohnzimmer ausgemacht? Natürlich nicht. Wir wollen ja ein bisschen an die Umwelt denken, ne? So, was haben wir hier jetzt? Fenster reinigen, streichen mit den Farben Limone. Okay, dann arbeiten wir halt im Dunkeln. Wenn die sich keine Lampen hier dran leisten können, dann kann ich da halt nichts dran ändern. Das habe ich ja eben groß rumgetrönt, dass man sich die Farben angucken kann. Und was ist? Kein Licht. Alles ein bisschen suboptimal. Irgendwo habe ich wieder ein Stück von der Wand vergessen. Bitter. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ach, lol. Eine komplette weiße Wand war die Nadel. Da war ich jetzt fertig, habe ich gesagt, ne? Ja. Das heißt, hier muss ich noch streichen und hier muss ich noch eine Heizung anbringen. Ja, das kriegen wir ganz fix hin. Da sind wir jetzt richtig gut drin. Das geht echt so schnell jetzt. Ist ja der Wahnsinn. War das alles? Ich bin einfach so unsicher dabei. Ja, war's. Nicht, dass ich dann nachher wieder ein so ein blödes Teil dabei vergesse. Heizung kaufen, kriegen wir auch sofort. Der ist natürlich unter Anschlüsse, wo ich gerade schon drauf war. Ich bin ein Depp. So. Wo war ich jetzt wieder blind? Ha! Erwischt. Hätte tatsächlich ein Eimer gereicht. Licht aus. Hier habe ich gar nicht erst angemacht und ich soll die Tür von außen zumachen. Nein. Auftrag beenden. Beenden. Nimmt dann jetzt. Okay, sah gut aus. What's next? Mail 10. Ey, das werden immer mehr. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ein bisschen Kies und Sträucher. Nee, bitte räumen Sie das Haus auf. Ja, gehen wir ein bisschen putzen. Bitte räumen Sie das Haus auf. Hallo. Vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort aus dort auszog. Ja. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelt sich um einen Gentleman, der sich unbemerkt einschlich und dort über einige Tage lang lebte, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Dieser Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Saustall während seiner kurzen Zeit kaum zu glauben. Überall Müll auf dem Boden, Pakete und Zeitungen, unidentifizierbare Substanzen auf dem Parkett und es scheint, als ob auch der Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Als ob auch der Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte? Als Person, die vor solchen Zuständen zurückschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Ich bitte auch, die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Mit freundlichen Grüßen, Robert Mandl. Wenn er jetzt nicht geschrieben hätte, dass den die Polizei aufgegabelt hätte, hätte ich ja gesagt, so, na, vielleicht hat er einfach nur einen Preis drücken wollen. Dass er selber eingezogen ist. Kurzzeitig, bevor er das Haus gekauft hat. Aber wir wollen den Menschen ja nichts Schlechtes unterstellen, ne?
und ich stehe mitten in der Suppe. Nee, mach ich nicht. Gut, dass das kein Dyson ist. Da wird man jetzt so ein bisschen das Püree sehen. Dann machen wir mal ein bisschen Wischiwaschi. So. Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Oh. Ach, da ist der Keller. Ja. Noch mehr lecker, lecker. Guten Proteine. Aha, 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 aha. So läuft das schon besser. Schön wieder mit dem guten Wischer über die Couch. Fenster reinigen. Habe ich schon wieder eins übersehen? Ja. Hab ich. Montiere Geräte 0 von 2. Achso, hier hatte ich gerade eine Steckdose gesehen. Genau. Alter, ich komme echt nicht hinterher. Wenn ihr das Spiel auch spielen solltet, nicht die letzte Erweiterung nehmen. Das ist was für, keine Ahnung, Autisten oder so. Doch hier. Ah. Versteckt hat sie sich. Ja. Ich sollte dann auch treffen, ne? Wenn das schon alles viel zu schnell geht. Hä? Kann man das gar nicht richtig sauber machen? Ja, okay, dann, ne? Dann halt so. Kriegen wir hin. Kein Problem. So, da bin ich jetzt gespannt, wie schnell ich das schaffe. Ich könnte eigentlich Zeit stoppen. Und durch. Ja, alles in Rekordzeit. Nee, Moment. Ich bin dumm. Da. So. Jetzt habe ich ja Türchenspiel satt. Das Bett wollte er noch nehmen. Okay, meinetwegen. Mich soll es nicht stören. Nein. Ich kann gar nicht 100% fertig sein. Weil da noch ein Putzfleck war. Das Ding hat gelogen. Es waren nur 99,5%. Schweinerei. Ich verlange Satisfaktion. Okay, das ging jetzt wirklich fix. Ich glaube, ich kann dann noch einen Auftrag machen. Boah, 6.000 Euro für 2 Minuten Arbeit. Na gut, war eine Viertelstunde, aber trotzdem. Was gibt's denn noch so Fixes? Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Nehmen wir mal den, der geht bestimmt ganz schnell. Betreff, Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Hey, ich habe ein neues Auto gekauft. Oh, freut mich für dich. Und das alte würde ich einfach in der alten Garage in der Vorstadt lassen. Aber in der Garage ist so viel Wimmel, dass ich nicht einmal weiß, ob ich dort überhaupt reinfahren könnte. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe, wenn ihr zusätzlich das Auto... Wenn ihr zusätzlich das Auto putzt? Das mache ich alleine. Hummer. Selbst ist der Mann. Das dort steht, zahle ich extra. Kann ich ja machen. Ich will ja nicht mal ein Haus. Nee, das schaffe ich nicht unter einer Minute. Ich habe nämlich gelesen, dass es ein Achievement dafür gibt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mir diese andere Garage vorbehalte und die nicht mache. Es gibt ein Achievement, da kann man einen Auftrag abschließen unter einer Minute. Das funktioniert aber wohl nicht ganz so einfach, wenn man nicht alles aufgelevelt hat. Und wenn man das halt auf 100% machen will. Das heißt also, den müsste man dann vielleicht mit ein bisschen Zeit überlassen. Was heißt Zeit überlassen? Ein paar Prozente offen lassen. Dann kann man das wohl schaffen. Und ich dachte jetzt, dass man das vielleicht in der Garage hier auch machen könnte. Aber die ist dann tatsächlich doch ein bisschen zu verdreckt dafür. Ach, da oben. Siehst du auch kaum. Ja. Das könnte helfen. Die wollen wir mal. Hä, kann man die nicht hinstellen? Zu wenig Platz? Hä? Wolltest du mich jetzt trollen? Der dreht das jetzt um. Hä? Da war gerade ein Punkt. Aber wo war der? Shit. Den finde ich jetzt. Da kenne ich ja nix. Jetzt weg. Steht das Ding jetzt draußen? Hä? Hä? Was?
Sind die Gespenster? Oder bin ich jetzt... Die steht doch nicht. Ihr habt nichts gesehen. Das ist ein bisschen siffig hier, das stimmt wohl. Achso, die Schrauben und so weiter, die möchte er behalten? Ja gut, kann ich verstehen. Schrauben kann man immer gebrauchen. Insbesondere dann, wenn man ein paar Lose hat. Ach, die Kiste wahrscheinlich, ne? Ja. Na. Wo ist mein Shift? Ja. So, hier fertig. Ich meine, da sind zwei Reifen. Wie viel hast du hier? Drei. Ist ja auch dumm, ne? Vielleicht sind es ja Winter- und Ersatzreifen. Hier bin ich jetzt auf jeden Fall durch, sagt er, ne? Dann kann man den ja zumachen. Dann beende ich jetzt diesen Auftrag, ja? So, habt ihr alle gesehen? Und wer, du speicherst das nicht. Dann würde ich jetzt sagen, bin ich für heute durch. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Haut da rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.